Danke sehr für die Einleitung, und wenn ich ein bisschen komisch klinge, dann liegt es daran, wie schon erwähnt, dass ich Österreicher bin, der glaubt, in den USA erfolgreich sein zu können. Ich hoffe, es ist nicht so arg wie mit Herrn Schwarzenegger. Ich bin sehr froh, heute hier sein zu können und ein wenig über den Unterschied zwischen intelligenten Stromnetzen und zellularen Energiesystemen zu sprechen. Und möchte da ganz einfach einmal starten, wie ich das Gefühl habe, dass viele Energieversorger und auch Politiker die Energiewende sehen im Sinne vom intelligenten Stromnetz. Und das intelligente Stromnetz ist eigentlich nichts anderes als wie ein IT-Kommunikationssystem, das es uns ermöglicht, zwischen den Erzeugungseinheiten und Verbrauchseinheiten zu kommunizieren. Das sagt aber eigentlich überhaupt nichts über eine Regionalisierung, Dezentralisierung oder sogar erneuerbare Energie aus. Das könnte ein komplettes nuklear basierendes System sein, wo ich einfach nur Lost Management betreibe. Und das führt eigentlich schon zu einigen Herausforderungen, weil wir bis jetzt eigentlich die Energiewende so ein bisschen als Fortschreiben des existierenden Zustandes gesehen haben. Wir haben eine ganze Menge an Windkraft gebaut, zum Beispiel in Deutschland, die im Norden ist. Und natürlich jetzt zu Problemen führt, weil wenn man sich die Energiepreise, die gesamten Energiepreise anschaut, dann ist die Hälfte die EEG-Umlage und die Netzpreise. Und die Energie wird immer weniger und weniger. Und es liegt daran, dass wir nicht sehr gescheit uns überlegt haben, zu investieren in Erzeugungseinheiten, wo wir sie auch verbrauchen. Und das ist genau das Konzept eines Microgrids. Wir versuchen sehr dezentralisiert zu erzeugen und zu verbrauchen. Und natürlich ist es ein komplexeres System und für Energieversorger etwas Eigenartiges, weil wir waren es ja gewohnt, von einer Seite zu der anderen Seite die Energie zu haben. Bringt aber den Vorteil, dass es effizienter ist, weil wir Erzeugung und Verbrauch näher zusammenbringen. Das heißt, Kraft-Wärme-Kopplungen in den USA, ein großes Thema, spielen hier eine Rolle. Man kann Abwärmenutzung betreiben. Diese Systeme können sich auch vom Netzversorger trennen. Das ist ein großes Thema in Regionen, wo die Energieversorgungssysteme überaltet sind. Zum Beispiel in den USA sind solche Microgrids ein ganz wesentlicher Teil für den Energieversorger, den Netzausbau zu minimieren. Das ist sehr interessant, weil wir in Europa eigentlich immer diskutieren über den Netzausbau, damit wir die Energiewende bekommen, während wir in den USA überhaupt keinen Netzausbau sehen und eigentlich alles auf der dezentralen Seite sehen und die Kosten eigentlich an den Kunden abgewälzt werden, indem der intelligentes Lost Management zum Beispiel betreibt. Die Herausforderungen bei solchen Microgrids sind die Planung eines Systems und die Steuerung, und auf das möchte ich ein bisschen mehr eingehen heute. Zugegebenermaßen, diese Systeme können natürlich kompliziert sein. Wir haben eine Handvoll von Technologien, die wir berücksichtigen müssen. Und es geht nicht nur um den Strom, auch wenn wir heute eigentlich über eine Elektrifizierung des Systems sprechen. Es geht um eine sektorale Kopplung. Strom, Wärme, Kälte. Nämlich nur, wenn wir das so machen, dann können wir Energieträger austauschen, effizienter werden und Abwärme nutzen. Und ein Punkt, auf den ich genauer eingehen möchte, ist einfach die bessere Integration von Erneuerbaren und auch der Elektromobilität. Es ist für mich immer sehr verwunderlich, wie diese Diskussionen aufkommen. Netz schafft die Elektromobilität nicht, weil wir nicht genügend Kapazitäten haben. Das ist aber nur deshalb so, weil wir in unserem Gedanken das derzeitige System fortschreiben. Wir haben die großen Erzeugungseinheiten, wir haben die Verbraucher und die Energie geht von einer Richtung in die andere. Das ist nicht der Fall bei einer Dezentralisierung, wenn ich Zwischenspeicherung habe. Und eigentlich sehen wir das in den Kalifornien. Ich weiß nicht, wer Kalifornien kennt. Das elektrische Netz ist eine Kombination aus dritter Welt und ich weiß nicht, was es wirklich ist, 120 Jahre alt. Und eigentlich, die fahren mit 120 Volt. Und es ist möglich, dass praktisch jeder fast sein Elektroauto in der Garage stehen hat. Es ist nur eine Frage des Zwischenspeicherns und auch eine Frage, wie schnell man die Autos laden möchte. Märkte. Also Microgrids sind eigentlich nichts Neues. Wir haben derzeit rund 2300 Microgrids weltweit installiert oder geplant im Bau. Und nur alleine der zweiten Hälfte des letzten Jahres sind 240 neue Projekte hinzugekommen. Also eine komplette Dezentralisierung hier. Je nach Definition eines Microgrids kann der Markt relativ klein sein, so um die 30 Milliarden bis hin zu 500 Milliarden. Und das hängt davon ab, dass ein Microgrid in der engeren Definition sich vom Energieversorger abkoppeln kann. Wenn man das jetzt einmal vernachlässigt, und davon ausgeht, dass jegliche dezentrale Energieform
gesteuert werden muss, um Netzprobleme zu vermeiden, dann ist es eigentlich ein extremer Markt. Und unsere Kunden in den USA, große Firmen, gehen davon aus, dass eigentlich die gesamte Wertschöpfung in der Dezentralisierung liegt. Und wir haben es zuerst gehört, Siemens zum Beispiel hat ja die Wasserkraftsparte verkauft. Das heißt, große Firmen gehen hier wirklich in die Dezentralisierung. 60% aller Microgrids sind eigentlich im kommunalen Bereich, und das ist auch ein Message hier, und im Universitätsbereich, und wir sehen das auch in Europa, dass sich Kommunen wirklich damit beschäftigen, jetzt Energie lokal zu erzeugen und auch verbrauchen. Es gibt auch in Deutschland einige Kommunen, die das mittlerweile betreiben. Was mich persönlich schmerzt, ist, dass eigentlich nicht Kalifornien der Vorreiter in diesem Bereich ist, sondern New York. New York deshalb, weil hier die Kraft-Wärme-Kopplungen, erdgasbetriebene Systeme eine große Rolle spielen und hier sehr viele Microgrids stehen, die auch Wärme und Kälte zur Verfügung stellen. Rund ein Drittel aller Microgrids sind relativ klein, unter einem Megawatt, das heißt, es ist nicht irgendwas Großes, wie oft angenommen wird. Regional sehr unterschiedlich, diese Systeme. Und das ist auch ein Punkt, wir haben angefangen vor rund 10 Jahren, Microgrids in den USA zu planen. Und es ist jedes Microgrid individuell. Und das ist dann auch schon ein bisschen die Überleitung zur Standardisierung hier. Um diese enorme Anzahl von Projekten bewerkstelligen zu können, brauchen wir einen Art standardisierten Planungsprozess. Wie schon eingangs erwähnt, sehr unterschiedlich. Die USA als ein ganzes Kraft-Wärme-Kopplungen und Erdgas sehr wichtig. Kalifornien strebt eine vollkommene Elektrifizierung an, auch wegen des Klimas. Und hier haben wir vor allem Photovoltaik und elektrische Speicher als Treiber. Im Sinne der Kostenattraktivität, es gibt eine sehr große Streuung hier. Und es gibt aber auch Systeme, die schon unter 1.000 Euro pro Kilowatt kosten und wirklich in den Bereich des Wettbewerbs mit zentralen Systemen kommen. Es ist aber auch so, dass diese Systeme zusätzliche Unterstützungen anbieten für das Netz und dadurch zusätzliche Revenue Streams haben und zusätzlich Geld verdienen können. Zwei Beispiele, eines aus Österreich. Wie erwähnt, ich habe auch eine Affiliation in Österreich, wo wir ein Microgrid-Forschungslabor aufbauen. Und hier geht es um den Energieaustausch zwischen den Gebäuden. Ein Gebäude, das existierende Gebäude, ist schon sehr wärmelastig. Wir haben dort Biomassesysteme, Solarthermie, Wärmespeicher und ein zweites Gebäude, das sehr elektrisch lastig ist. Und diese sollen dann Energie austauschen. Und hier testen wir verschiedenste Strategien, wie wir diese Systeme betreiben können, um Kosten zu sparen oder das Netz zu unterstützen. Das ist jetzt ein Steuerungssystem. Es gibt auch einen Standard, den wir hier auf Basis dieser Struktur entwickelt haben. Das ist der IEEE 2030.7 Standard. Und hier geht es darum, dass wir die Systeme, die bereits installiert sind, in Echtzeit optimieren wollen. Dazu führen wir Optimierungen alle 15 oder 5 Minuten aus, die den tatsächlichen Zustand des Systems messen und dann mit Prognosen kombinieren und so dann die nächsten 48 Stunden optimieren. Wir wiederholen das alle 15 Minuten und bekommen so eine Vorhersage des Zustandes des Systems, das sich adaptieren kann an Unsicherheiten. Und hier gibt es schon einige Herausforderungen, speziell bei der Kommunikation. Der Datenzugriff zu den Gebäudedaten und es fällt immer das Wort Smart Meter. Wir haben solche Systeme bereits installiert und das Smart Meter in der derzeitigen heutigen Form ist eigentlich nicht funktionsfähig, weil ich nicht auf die Daten in Echtzeit zugreifen kann. Ich habe nicht die Rechte zum Zugreifen oder der Energieversorger liefert mir die Daten einfach nur einen Tag später zum Beispiel. Ja. Das heißt, das Smart Meter funktioniert hier nicht. Ergebnis hier, wir haben, also Standard ist ja schon, dass wenn man sich heute eine Powerwall kauft oder so, dass es Überschussladen gibt. Das heißt, wenn zu viel Energie vom Energieverfahren der Photovoltaik kommt, dass man es in den elektrischen Speicher steckt. Das ist das erste Bild oben. Das zweite ist so ein MPC-Controller, der aktiv auf Preissignale reagiert und wir bekommen ein viel dynamischeres System als in dem ersten.
weil das sieht man an der punktierten Linie, das ist der Speicher, wie er beladen und entladen wird. Die orange Fläche, die Speicherentladung. Und man bekommt dadurch eine viel größere Preisersparnis. Und interessanterweise auch wird der Energiebezug vom Energieversorger gekappt. Das sieht man hier in der oberen Diagramm, einfaches Überschussladen, keine Reaktion auf Energiepreise. Und im unteren wird gekappt und so spart man sich zum Beispiel 12% an Kosten. Ein älteres Projekt, das wir schon durchgeführt haben vor fast 10 Jahren in den USA, ist bei einem Gefängnis, wo wir Brennstoffzellen installiert haben, Photovoltaik, elektrische Speicher und es darum gegangen ist, den Netzversorger zu entlasten. Und das ist das rechte Bild, da sieht man, dass wir beim Einspeisepunkt rund 12,5 Megawatt Spitzenleistung haben und das ist ein Engpassmanagement gewesen und wir haben das System so optimiert, die dezentrale Energieversorgung so optimiert, dass wir praktisch den Engpass beim Energieversorger reduziert haben und so zur Netzunterstützung beigetragen haben. Wie bereits eingangs erwähnt, sektorale Kopplung ist einfach das Schlüsselwort hier. Und das ist, wie wir ein Microgrid sehen. Sie sehen hier die gesamten Energieflüsse, die es gibt. Grün zum Beispiel Strom, blau Erdgas und rot Wärme. Und das Komplizierte hier ist, dass in jedem Zeitschritt sich dieser Energiefluss verändern kann. Weil wir haben veränderte solare Einstrahlung, wir haben veränderte dynamische Strompreise. Und die meisten Tools, die solche Systeme planen, berücksichtigen nicht diese veränderten Einsätze der Technologien. Und das funktioniert eigentlich nur mit Optimierungstools, Operations Research Tools. Ich brauche etwas zum Trinken, bitte. Geht schon. Okay. Danke. Das heißt, das sind sehr komplexe Systeme und wir haben hier auch die Probleme, dass wir die Daten brauchen vom Energieversorger, vom Smart Meter, weil wir wollen im Gebäude den Einsatz der Technologien optimieren. Dazu brauche ich Lastprofile. Und das ist schon der erste Problempunkt, den wir sehen, dass wir für jede Last, Stromlast, Wärmelast, Kälte oder Heizlast, für jeden Stundenwert einen Datenpunkt brauchen, den wir in der Regel nicht bekommen, weil wir entweder nicht die Daten besitzen oder nicht auf den Smart Meter zugreifen können. Das andere, was wir gesehen haben, ist, es gibt eine Vielzahl von Planungstools und sie sind nicht vergleichbar. Und wir haben eine sehr hohe Unsicherheit im Markt. Wenn wir solche Systeme planen, dann ist immer die Frage, ja, sind meine ökonomischen Faktoren richtig? Kann ich auf das bauen? Kann ich da einen Service anbieten? Und hier besteht eine sehr hohe Unsicherheit. Deshalb aus unserer Sicht ist eine Standardisierung des gesamten Planungsprozesses notwendig. Wir haben ca. 35% aller Kosten, die wir bei so einem Microgrid haben, in den Softcosts. Und wie wir angefangen haben, solche Systeme zu planen, haben wir rund eine 500.000 investiert für eine Planung eines Microgrids. Heute sind wir circa bei $100.000, weil wir standardisierte Prozesse haben, die das Konzept entwickeln, das technische Design und dann auch den Betrieb in einer Plattform. Und das ist ganz wesentlich, in einer Plattform, weil wenn wir ein System planen, dann wollen wir auch, dass es so betrieben wird, wie es geplant wurde. Denn nur so kann man zum Beispiel für den Investor garantieren, dass die ökonomischen Parameter passen. Bezüglich Herausforderungen, wie gesagt, wir haben eine Studie durchgeführt. Es gibt 30 verschiedene Tools, die man derzeit kaufen kann für die Planung von solchen Geräten. Und wir haben auch einige verglichen und alle Ergebnisse sind unterschiedlich. Das heißt, es gibt keinen standardisierten Prozess, der es uns erlaubt, so ein dezentralisiertes System zu planen und zu betreiben. Und damit ist es auch eigentlich sehr schwierig, hier Investoren für diese Systeme zu bekommen. Das andere habe ich schon erwähnt, ist der Smart Meter. Ich habe auch mein eigenes Microgrid in Österreich gebaut und habe den Smart Meter nicht verwenden können, weil ich einfach nicht auf die Daten des Energieversorgers zugreifen darf. Hier ist jetzt schon ein erstes Beispiel für eine standardisierte Planung. Das ist die Software, die wir entwickelt haben. Hier können wir wirklich innerhalb von Minuten am Microgrid planen. Und es funktioniert deshalb, weil wir einfach
die Algorithmen, die sehr technisch sind, mit grafischen Interfaces verbinden und mit Datenbanken. Das ist für einen Standort in Österreich, wo ich sage, ich möchte jetzt ein Microgrid planen, aus Photovoltaik, elektrischen Speicher und aus Erdgasanlagen. Und dazu muss ich zum Beispiel mal die Daten hochladen. Und das ist schon hier, wir haben hier Datenbanken gebaut, die es uns erlauben, für bestimmte Gebäude einfach die Lasten zu definieren. Im nächsten Schritt haben wir Interfaces zu den verschiedensten Anbietern von solarer Technologie gebaut. Das heißt, hier können wir uns dann die Daten reinholen, wie attraktiv eine Photovoltaikanlage ist. Also das ist also jetzt nicht unsere Technologie, sondern wir verbinden uns zu diesen Schnittstellen und können dann eigentlich feststellen, wie attraktiv bestimmte Technologie wird. Datenbanken bezüglich den Kosten sind ganz wesentlich, weil die größten Probleme, die wir sehen, ist, wenn wir solche Studien durchführen, dass eigentlich keiner genau weiß, wie viel diese Technologie kostet, welche Performance sie hat. Das heißt, Datenbanken sind ein wesentlicher Teil dieser Systeme und auch die Verwendbarkeit. Das heißt, hier zum Beispiel definiere ich gerade die mögliche Fläche für eine Photovoltaikanlage als Randbedingung in unserer Optimierung. Diese Systeme erlauben es uns im Wesentlichen herauszufinden, wie attraktiv eine bestimmte Technologie ist. Das heißt, wir geben dem System vor, wir wollen ein Microgrid bauen mit Photovoltaik, elektrischen Speichern. Das System entscheidet aber dann für uns, welche Technologie wirklich attraktiv ist, welche Kapazitäten wir installieren sollten und auch welche wirtschaftlichen Parameter herauskommen. Der ganze Film dauert in etwa 3 Minuten und das ist in etwa der Zeitrahmen, den wir derzeit brauchen, um konzeptionell ein Microgrid zu entwickeln. Und das ist auch der Grund, warum wir die Kosten drücken können für diese vielen Projekte, die wir derzeit sehen. So, jetzt haben wir verschiedenste Parameter eingegeben. Jetzt teilen wir dem System mit, dass wir bestimmte Technologien gerne in dem System haben würden. Das eine ist die Photovoltaikanlage. Das andere ist der elektrische Speicher, den wir in das System reinbringen und dem System mitteilen, dass wir auch einen Speicher gerne haben würden. Das nächste ist, dass wir die Ladestation definieren mit verschiedensten Szenarien für die Beladung und Entladung von elektrischen Autos. Und das letzte wäre dann noch die Erdgasanlage, die Verbrennungsanlage zu definieren, wenn wir zum Beispiel Blackouts haben, um das System in Isolation betreiben zu können. Das letzte, das man dann noch definieren muss, sind die Tarife. Die sind auch eine große Herausforderung. Jeder Energieversorger hat spezielle Tarife, sind meistens nicht zugänglich und deshalb gibt es hier auch Bestrebungen, APIs zu anderen Anbietern zu bilden, damit man diese Daten einlesen kann und einfach solche Systeme zu generieren. Am Ende des Tages ist unsere Vision, dass wir das gratis anbieten und dass sich eigentlich jeder auf ein Handy oder so, auf ein Smartphone, das eigene zellulare System planen kann und dann automatisiert auch gleich über Schnittstellen zu den Anbietern implementiert wird und betrieben wird, über die Cloud auch überwacht wird. So, wir haben jetzt eine Optimierung durchgeführt und das System teilt mir mit, was meine Energiekosten sind, welche Technologien gewählt wurden und wie man es betreiben sollte. In diesem Fall zum Beispiel ist eine Photovoltaikanlage und ein elektrischer Speicher gewählt worden. Für die Investoren bieten wir dann natürlich die finanziellen Parameter an, was der Return on Investment ist und auch wie viel Energie vom Energieversorger kommt zum Beispiel und wie viel erzeugt wird. Und das ist jetzt ganz wichtiger Punkt, dieser Dispatch. Bei der Planung legen wir schon fest über eine Simulation eines Microgrid-Controllers, wie die Technologien betrieben werden sollen. Und der Betrieb einer Technologie natürlich beeinflusst die ökonomischen Parameter. Und das ist auch jetzt der Grund, warum das Planungstool mit dem Steuerungstool verknüpft sein sollte, denn nur so kann ich die Parameter, die ich ursprünglich berechnet habe, ökonomischen Parameter auch im Einsatz garantieren. Als letzte Folie gibt es den IEEE 2030.7 Microgrid Standard in den USA, der sehr ähnlich dem IEC 62898 ist, wo wir uns damit beschäftigt haben, welche Teile eines Microgrid Controllers sind notwendig, um das System effektiv laufen zu lassen.
Und es gibt zwei Hardware-Komponenten, das sind die unteren zwei Boxen, das sind die Technologieintegration, die Schnittstellen und die Kommunikation. Hier brauchen wir offene Kommunikation, um im Software-Layer, im Supervisory-Control-Layer wirklich, wie gezeigt anhand des Beispiels in Österreich, die Optimierung durchführen zu können. Und dann gibt es noch einen Schnittpunkt zum Energieversorger, wo ich Engpassmanagement betreiben kann, Marktparticipation und so weiter. Das heißt, am Ende des Tages ist aus unserer Sicht es so, dass für zellulare Energiesysteme die grundlegenden Komponenten existieren. Auf technischer Ebene existieren diese Daten und Komponenten. Wir sehen aber das große Problem in der Modellierung, im Vertrauen in die Ergebnisse, speziell für Investoren und in der Integration der verschiedensten Komponenten in eine Plattform. Das heißt, aus unserer Sicht wäre zum Beispiel eine Weiterführung dieser zwei Standards IEC 62898 interessant, wo wir auch die Methoden für die Planung und die ökonomische Steuerung der Systeme verankert, um hier ein bisschen die Unsicherheit aus dem Markt herauszunehmen. Und das andere sind regulatorische Rahmenbedingungen. Wir haben gesehen in Österreich, dass es praktisch nicht möglich ist, Energie zwischen den Gebäuden auszutauschen. Das ist rechtlich nicht möglich. Da müssen erst die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Es gibt jetzt eine EU-Direktive, die das ändern sollte. Und dann der Datenzugang. Derzeit ist es so, dass eigentlich Energieversorger die Smart Meter dazu verwenden, um Kunden vom Markt wegzuhalten und nicht neue Akteure auftreten zu lassen. Und das führt eigentlich dazu, dass jeder Anbieter seine eigenen Messgeräte installiert und die Kosten der Systeme nach oben treibt. Zum Team, es gibt hier zwei Teams. Das eine in Österreich, wo wir speziell die Tests durchführen, und das andere, das sich mit der Vermarktung und Planung beschäftigt. Und wir haben auch jetzt eine Kooperation eingegangen mit einer australischen Firma. Das ist jetzt somit mit Jacobs Engineering, ist Advisen, die weltgrößte Engineering-Firm, die unsere Software und dann auch diese Plattform verwenden sollte. Ja, danke.